Zack. Und dann hätte man zumindest was zum Essen. Und da hätte ich drei Schalen, okay. Ah, warte mal, da könnte ich sogar noch mehr machen. Dann schauen wir das doch mal, ob das klappt. So, zack, zack. Stapeln kann ich das nicht. So, gut, dann hätten wir da auf jeden Fall wieder was zum Essen. Das Zeug können wir wieder aufräumen. Weg mit dir, weg mit dir. Und dann sind wir hier erstmal in Ordnung. Es stürmt schon wieder da draußen. Und ich müsste hier in die Kiste mal gucken. Hier sind keine Steine mehr. Ich könnte unten noch mal gucken. So. Wie gesagt, ich könnte unten noch mal gucken in der Kiste, ob ich da Steine irgendwo habe, die ich haben möchte. Diorit, nein. Granit, Andesit, nein. Kies, Kies, Kies. Nein, das will ich alles nicht. Das heißt, wir müssen. Im Grunde müssen wir hier. Okay, lassen wir erstmal. Ich könnte ihn theoretisch von oben wegschießen, aber das lassen wir jetzt erstmal. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal einen hübschen Gang. Ich könnte einen Zaun bauen. Hinten sind schon wieder Creeper. Wo die mal alle herkommen, das frage ich mich ja echt. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall einen unteren Wehrbereich. Um den oberen Wehrbereich besser auszubauen. Muss ich halt wirklich jetzt noch mal spitzhackeln. Und das machen wir jetzt einfach auch. So. Wie gesagt, es geht hier halt einfach ganz normal zack, zack, zack weiter. Im Akkord. Bis das Zeug voll ist. Dann müssen wir wahrscheinlich demnächst mal wieder Holz schlagen. Aber wenn wir schon mal hier sind, würde ich das Gezuppel hier auch alles mitnehmen. So, und dich würde ich eigentlich auch mitnehmen. Gut. Und dich. Und wie gesagt, das ist ja jetzt hier einfach unser Tagebau. Auch wenn es nicht schön ist.
Aber niemand hat gesagt, dass Tagebau schön ist. Und wie gesagt, später, wenn wir dann wirklich vielleicht mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ist alles nicht so schön, wir wollen die Umwelt ein bisschen schützen. So. Uah. Bäm. Okay, hier gibt es auch noch eine Kohle. Da ist auch noch Kohle. Da ist auch noch Kohle. Ist auch noch Kohle. Sage mal, hier gibt es aber gerade eine Menge Kohle. So, machen wir die Kohle weg und die Kohle weg und die Kohle weg und dann sind wir jetzt auch fertig mit dem Kohlehole. So, dann nehmen wir noch die Kohle hier raus. Oh, die Kohle ist auch noch gut. Und die auch. Und die auch. Dann kommt die hier weg. Und dann werden wir hier und hier. Und dann hätten wir das auch geschafft. So, dann würden wir dich noch mitnehmen. Wunderbar. Und dann. Wird schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Das ist ja unglaublich. Na, dann gehen wir halt mal wieder ins Bettchen. So. Ich bin ganz froh, dass ich das Bettchen jetzt erstmal hier oben gelassen habe. Dann sollten wir nämlich in der... Tschüss. So, dann sollten wir jedenfalls die Möglichkeit haben, jetzt einfach zu sagen, Juhu. Jetzt halt wieder machen ist, wir gehen wieder in den Tagebau. So, das heißt, der Spaß da hinten kommt auch alles weg. 3. Okay, zack, zack, zack. So. Oh, schon wieder Inventar voll. Autsch. Gut, dann laden wir doch einfach mal wieder Scheiße aus. Dich will ich behalten. Und zwar da. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das war jetzt alles wieder so Zeug, was ich eigentlich aufräumen wollte, was ich nicht aufgeräumt habe. Aber so ist es jetzt halt. So, habe ich die Kohle jetzt auch weggeräumt? Sieht so aus, ne? Okay. Also du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg und dann machen wir den Spaß hier alles weg. Und dann kommt der Spaß hier alles weg. Und dann brauche ich die nächste Schaufel. Und dann geht es hier einfach gerade mal weiter. So. Und dann geht es hier auch rüber. Und hier und hier und hier. Und hier geht es wieder zurück. Wunderbar. Und dann machen wir den nächsten Spaß. So.
Und hier und hier und hier und hier. Und da holen wir uns dann quasi Steine. Bis wir sie eben alle weg haben. Oder bis unser Inventar voll ist. Zack. Wunderbar. Geht's hier wieder hoch eigentlich. Aber offenbar gibt es da noch zu viel Erde. Also muss die auch weg. So. Gut. Aber wo kommt denn der auf einmal her? Der Schlingel. Schleicht er sich einfach still und heimlich von da drüben an irgendwo? So. Wie gesagt, wir ziehen jetzt einfach unsere kleine Nummer durch. Holen uns da einfach alles her, raus aus dem Felsen, was wir halt können. Wenn es dann wenigstens das Geplöppel hätte, gegeben hätte, dann hätte ich gesagt, ja, Creeper, mach du mal. Aber das Geplöppel gibt es ja trotzdem nicht. So. Nochmal einen runter und dann geht's hier wieder zurück. So. Und hier wieder raus. Und da wieder zurück. Und dann ziehen wir das hier auch alles weg. Und dann holen wir uns die nächste Spitzhacke. Das ist die letzte, oder? Sieht so aus. Gut, zack, zack. Zack, und dann strippen wir das hier runter. Und strippen die Reihe. Und ja, was soll ich denn erzählen? Gut. Coole Frage. Ich bin jedenfalls froh, dass ich die Tiere wieder zum Laufen gekriegt habe. Auch wenn ich nicht ganz so zufrieden bin, wie das jetzt gelaufen ist. Aber es ist gut, dann sehe ich sie zumindest wieder. Für meinen Test funktioniert es immer noch nicht übrigens. Aus irgendwelchen Gründen. Weil ich da auch noch nicht so wirklich ganz verstanden habe, warum. Aber es ist halt so und ich würde jetzt eigentlich mal eine Kleinigkeit essen, oder?